Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar, wie ihr unschwer erkennen solltet, wenn nicht, schlage ich euch zusammen. Es ist Call of Duty Modern Warfare 2. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf das Spiel und ich hatte es schon lange nicht mehr gespielt. Wie ihr auch seht, ich bin erst Rang 3, weil ich jetzt schon zwei Fail-Aufnahmen hinter mir hatte. In der ersten Fail-Aufnahme, ich weiß auch gar nicht, warum ich mit Sniper spiele, also mal so, by the way, ich bin richtig schlecht. Ja. Ich wechsle erstmal die Klasse. Nee, sag doch schnell, was wollte ich denn jetzt sagen? Nur mal kurz hier gucken, was Ordner. Ach, Ordner ist ja eh klar. Nee, in der ersten Fail-Aufnahme hat es einfach geleckt wie Scheiße, weil der Hoster einfach über seinen Toaster den Host laufen lassen hat. Und, ja, außerdem war da auch noch ein Cheater drin, der einfach mit Tube gespielt hat und permanent, also wirklich permanent durchgehend getubt hat. Aber dann. Ah, Scheiße. Er hat halt gedingst. Er hat halt ein Ammo-Hack und No Reload-Hack, so richtig so weit like. Und na, da ist keine Schnitte gegen, vor allen Dingen mit einer Tube. Und deswegen dachte ich mir, komm, Liste. Da habe ich noch eine Fail-Aufnahme gemacht, weil ich meinen eigenen Ton nicht aufgenommen habe. Und jetzt wird hier neu gefickt. Es wäre scheißegal. Ja. Eigentlich, ich bin auch wirklich nicht gut oder nicht mehr. Weil das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, war auf dem Laptop und das könnt ihr euch vorstellen, ist ja schon ein bisschen länger her. Und selbst da habe ich schon lange nicht mehr gespielt und da habe ich auch nicht viel gespielt. Also so ein paar Matches mit Freunden und dann, da hört es auch auf. So. Eigentlich wollte ich jetzt noch warten, bis ich den Klasseneditor freigeschaltet habe, aber es ist jetzt auch egal. Ich komme mit der Klasse jetzt mittlerweile auch ein bisschen klar. Nicht allzu gut, aber es geht. So. Wow. Too much. Enemies. Suck my Semtex. Ah, oh, viel zu viele Menschen. Ne, also ich bin wirklich nicht allzu gut. Aber ich hatte mal wieder richtig Bock auf das Spiel, weil ich es, wie gesagt, schon länger nicht mehr gespielt habe. Und ja, dann läuft das schon. Deswegen dachte ich mir, komm, teile ich das direkt mal mit euch. Weil wenn ich schon spiele, kann ich auch aufnehmen. Ist ja nicht das Problem, ne? Das gibt mein PC ja locker easy her. Aber das ist einer von uns. Ja, momentan habe ich 60 FPS durchgehend. Alles easy. Also überhaupt kein Problem. Ja, eigentlich spiele ich lieber Private. Public ist nicht so meins. Aber ich habe einfach nicht genug Leute, mit denen ich das spielen kann. Und ja, ist halt so eine Sache. Ja, voll. Ist halt immer so eine Sache. Und ja, deswegen. Ich heiße ja jetzt nicht Pete's Meat und wir spielen immer zu fünft. Deswegen. Ach, guten Tag, was machst du denn hier? Komm her. Will ich jawoll. Immer schön in den Rücken. Also beim letzten Mal war es mein Ziel, neutral zu werden. Das daran hat schon zum Teil gescheitert. Aber jo, jetzt gerade läuft es ganz gut. Ein paar Messerkills ganz gut, weil wenn ich dann mal meine eigenen Klassen mache, was ich auf jeden Fall machen werde, weil Standardklassen sind gay. Wegen den Perks und so. Und da will ich auf jeden Fall das Ninja-Perk haben. Und ich glaube, dafür musste man Leute messern. Und das gehe ich auch gerade hier ganz gut an. Gucken wir mal, ob da drin einer ist. Alles klar. Ich bin gerade von mir selbst erstaunt, wie gut ich bin. Also für mich ist das schon gut. Für andere ist das natürlich so, ey, der kann ja gar nichts. Aber für mich selbst, wenn ich jetzt gerade wüsste, wo es hier hochgeht, ist das gar nicht mal so schlecht. So. Und natürlich habe ich keinen Ninja, deswegen ist das doppelt scheiße. Aber naja, wir schauen mal. Alles klar. Ach du Wichser, hast mein Kill gestealt. Wollte ihn gerade so schön messern, Junge. Straight in the ass. Wow. Na, leg doch hin. Hallo? Ich häng fest. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich schreibe. Ehe. Ist natürlich super. Ich weiß nicht, welche Taste das war, aber die Taste war scheiße. Rev. Da habe ich mir gerade im richtigen Moment wegbewegt, ey. Eieiei. Oh, Junge, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn kaputt mit dir? Ah, wieder nur ein Assist, aber das ist nicht schlimm, weil das ist ja alles Teamplay. Wir spielen ja Team Deathmatch. Ist ja alles im Rahmen. So. Weiß gar nicht, was sagt denn. Jawoll! Für ein Level 4er ist das ja wohl nicht schlecht, Leute. Muss man ja einfach mal so sagen. Ah, fuck. Weil ich auch schon im letzten Part erwähnt hatte, weil da wieder ein paar
Max-Level-Leute drin war, also mit dem maximalen Level. Also Level 70, 10. Prestige. Da frage ich mich auch, warum macht man das? Ich meine, das ist natürlich geil, aber motiviert das wirklich, jedes Mal wieder von vorne anzufangen? Ich denke mal, das Spiel ist ja jetzt schon ein bisschen länger draußen. Da ist das wohl dann auch nicht ganz so langweilig, wenn man es dann mal zwischendurch zurücksetzt. Aber irgendwie 9 Mal oder so, boah, ich finde das immer schon heftig, dass man so die Motivation hat, sich das immer wieder zurückzusetzen. Also ich habe jetzt kein Problem damit, wenn jemand das Spiel so lange spielt, weil ich finde, das kann man auch wirklich lange spielen. Und ja, also damit habe ich kein Problem. Aber sich das wirklich immer wieder zurückzusetzen, ich weiß ja nicht, da sind auch wieder 3 Leute drin. Dass das mit dem Totenkopf und wo die 70 dran steht, also ist schon heftig. Deswegen, naja. Wir gucken mal, was wir jetzt hier so Tolles haben. Habe ich jetzt auch freigeschaltet? Ne, Handfeuer, ne. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Maschine ist eigentlich auch kacke. Ja. Ach komm, machen wir mal einen auf Schrotzen-Noob. Ich meine, die werde ich eh nicht benutzen. Semtex ganz wichtig und. Ja, eigentlich spiele ich öfters mit Handgranate, aber es. Ne, bin ich nicht gut mit. So, Fingerfertigkeit auch ganz wichtig. Feuerkraft auch wichtig. Und, ja, Kommando ist eigentlich scheiße, deswegen nehme ich mal, obwohl ruhige Hand brauche ich gar nicht so oft, aber egal. Todesserie, kann ich nicht viel machen. Eigene Klasse. Machen wir mal einen Noob-Noob, weil so gesehen bin ich noch Anfänger. Also ist das auch okay. So, was haben wir hier? Neue Emblems, das ist ja schön. Dann tue ich das natürlich mal nicht rein. Ja, also ich werde einfach mal ein bisschen hier zocken so mit euch. Und das passt doch perfekt. Vorhin hatte ich eine richtig beschissene Map zum Aufnehmen, nämlich Wasteland. Und das ist die schlimmste Map, die es in Call of Duty gibt. Die ist so kacke. Überall sitzen sie im Gras und hocken und liegen da und snipen da. Und boah, da kriege ich echt zu viel. Übrigens mit der M4 habe ich eigentlich, ich glaube, ich habe hier noch nie mit der M4 wirklich viel gespielt. Also ich nicht wundern, wenn ich damit abnube. Wenn ich wirklich zu schlecht bin, dann gehe ich auch wieder auf die UMP-Standardklasse. Muss mal gucken. So, wenn ich mir das so angucke, hätte ich doch lieber Leichtgewicht genommen, weil das ist ja mal gerade total scheiße mit dem Sprinten. Ah ne, jetzt geht's. Eieiei, das war richtig schlecht. Schön wieder rausgezoomt. Ah, mit der Vector. Ich kenne auch ein bisschen was hiervon. Wir sind in Führung, das ist sehr schön. Jo. Ja, da treffe ich keinen. Kommt doch her, was ist denn mit euch? Jawohl, es geht doch. Slow-mo. Das war es mir sowas von wert, weil da wäre ich eh nicht mehr weggekommen. Da kann ich mir den Kill auch noch einholen, weil dann kann ich auch schön was für meine KD tun. So. Na. Kann man hier hoch? Kann man da nicht hoch? What? Das wäre so ein schöner Spot gewesen. Da muss man bestimmt über 1000 Ecken hoch. Habe ich jetzt gerade wenig Lust zu. Ich will nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, da sind welche. Move, bitch. Ja, aber das gibt noch einen Kill. Komm bitte. Och, Menno. Das gibt noch einen schönen Kill. Übrigens, die Killcams drücke ich permanent weg, weil. Erstens interessiert es mich nicht, es sei denn, ich wundere mich, wie ich gestorben bin. Und zweitens habe ich da auch nichts von. Das kostet mich nur Zeit und in der Zeit kann ich schöne Kills machen oder Tode einkassieren. Je nachdem. Aber ja. War natürlich nicht so schlau. Ich dachte, da wäre noch ein Eingang. So, musste mich eben kratzen. Wichtige Infos, FTW. Übrigens, mir ist gerade aufgefallen. In der anderen Runde hatte ich, glaube ich, noch eine Predator, die ich gar nicht benutzt habe. Aber ich habe auch immer nicht so den Überblick darüber. Wie lang die Runde ist, weil ich mich da oben nicht drauf konzentriere. Ich zock einfach und wenn die Runde vorbei ist, ja, dann ist sie vorbei. Startet gleich die nächste. So sieht das mal aus. Ganz einfach. Natürlich schön in die Ecke geworfen, die hat hier mal überhaupt keinen geflasht. Alter! Ach komm, den hätte ich so schön gekriegt. Scheiß Death-Bombe, Alter. Ey, merk schon, die Runde ist wieder nicht so gut. Ich habe wirklich richtig gute Runden und habe ich so richtig beschissene Runden. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt gerade wieder die Klasse zu. Anfangsklasse wechsel. Na komm, ich weiß, dass du da rauskommst. Oder nicht? Ah, doch nicht. Von wo kam denn die Flash? Von unten? Das gibt aber wenig Sinn. Weil eigentlich stand da unten einer von uns. So.
Also ihr könnt gerne mal schreiben, wenn überhaupt noch bis einer bis hierhin geguckt hat. Aber mehr von dem Projekt wollt, mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich werde jetzt auch wirklich ein bisschen mehr privat spielen. Vielleicht auch mal mit Freunden, aber ich weiß gar nicht, gibt das dann Punkte? Das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Na, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich mal noch ein bisschen Public spielen. Und vielleicht lässt sich ja der ein oder andere noch auftreiben, den ich kenne, der das Spiel auch noch zockt. Weil früher waren wir wirklich mehrere. Und ja, mittlerweile weiß ich nicht, ob das überhaupt noch einer zockt. Okay, da ist keiner mehr. Ja, oh, Kollege. Eigentlich wollte ich da durch die Wand schießen, aber ich habe keinen Vollmantel-Geschoss oder so. Also FMJ heißt es auf jeden Fall in Englisch. Ne, war der Vollmantel. FMJ. Nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Full Metal. Ich glaube FMJ heißt es. So. Was hier, Party? Oh, ich glaube, da kommen gerade viele. Oh ja, da ist richtig Party drin. Kann man vorsichtshalber eine Semtex reinschmeißen. Man weiß ja nie. Noch eine Flash hinterher, schön ins eigene Gesicht. Weil man das so macht als Pro-Gamer. Das machen die immer, damit die nicht zu gut für andere sind. Damit das ganze Spiel fair bleibt. Also mal, liegst du da? Was fällt dir denn ein? Frechheit. So, irgendeiner. Ach, wir haben kein Radar mehr. Ich dachte jetzt, ich warte auf den nächsten Tick. Wow, the fuck. Ich dachte jetzt, warte schön auf den nächsten Tick. Übrigens, da wieder die 18er Kimbo. Auch eigentlich die noobigste Waffe, die es hier gibt. Aber Hate und Flame wird es von mir noch nicht geben hier in diesem Spiel. Zumindest noch nicht. Erst wenn sich das wirklich lohnt, aufzuregen. Jo, ist schön drauf gesprayt. Fuck, no, das war eine schlechte Idee. Aber ich habe ihn noch angefickt. Ja, erstmal im Kreis drehen. Steigert die Potenz. Was? Ist ja egal. Sehen wir mal zu, dass wir hier noch ein paar Kills abstauben, weil da mit 8,5, da gebe ich mich mit Sicherheit nicht zufrieden. Da muss jetzt noch ein bisschen was kommen. Jawohl, ja. Weg den. Wen. Ja, erstmal self-flashen. Das ist immer gut. Was? Wo ist der denn hin? Ist der verreckt? Was ist denn kaputt mit dir? Hallo? Willst du mal sterben? Ach, Tube Wonsen. Wie konnte er denn von meiner Nate kein Damage nehmen? Soweit konnte man sich jetzt auch nicht da wegstellen. What the fuck? Na egal, immer schön rein in die Gegner, gibt schön viele Kills. Und mehr als einen Tod kann man ja nun nicht einstecken. Auf einmal. So. Wollen mal gucken. Ob hier irgendwas rumläuft? Nee. In der Halle. Scheint alles safe zu sein. Geh ich mal hier hoch. Weil ich befinde mich auch gerade ziemlich auf der Gegnerseite. Das ist auch gar nicht gut. Wenn mich hier einer am Fenster sieht, bin ich sofort weg. Ja. Was ist das denn für eine komische Waffe? Tar. Ach, die Tar. Okay, hatte das Rotpunkt drauf. Das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber okay. Ich weiß, dass du da kommst. Hm. Hat nicht ganz gereicht. Ah. Jawohl. Da habe ich schon einen eingeschenkt. Scheiße. Mit der Flash. Ja, jetzt campen sie da natürlich, weil sie wissen, dass die alle durch den Gang kommen. Und versuchen irgendwie ein paar Kills zu holen. Meine Güte, 7-11, das wird ja immer schlimmer, ey. Ich glaube, man darf sich echt nicht als Ziel setzen, irgendwie neutral zu werden oder so. Weil in der vorherigen Runde habe ich das mal nicht gemacht. Und in allen Runden davor habe ich es gemacht, inklusive dieser. Und in keiner von denen hat es geklappt. Deswegen, naja, sollte ich da vielleicht meine Strategie überdenken. Mal sehen. Nein! Hart gefickt, Junge. Richtig schlecht. 7-11. Oh, Kacke. Nee, nee. Das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Puh. Joa. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich glaube, lang genug. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Haut rein, Leute.